Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier beim Finanzplatz Schweiz, beim Sendeformat auf QS24. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo. Heute wieder zu Gast bei mir ein lieber Freund, ein Experte im Finanzplatz, insbesondere natürlich im Bereich des Goldhandels. Herzlich willkommen, Alexandros Gatsoudis. Grüße wohl, guten Tag, hallo. Du hast in der Schweiz, in Thurgau Eschen, eine Firma, die heißt Swiss Premium Gold. Premium Gold Swiss AG. Immer umgekehrt. Premium Gold Swiss AG. Das geht einfach darum, dass du den Leuten Aufklärungsarbeit bietest in der ganzen Schweiz. Auch in Deutschland bist du stark tätig. Ich glaube, noch 10 weitere Länder, oder? Ja, wir sind in verschiedenen Ländern aktiv. Holland, ja. Ungarn, Serbien, Kroatien, jetzt auch Polen und dann Griechenland auch noch. Ja, und da geht es eigentlich immer darum, Österreich auch. Den Menschen eine neue Sichtweise zum Finanzplatz darzulegen, ja. Und ihnen einfach Sicherheiten anzubieten. Und Sicherheiten hat auch immer etwas auch noch mit Gold zu tun, oder? Ja. Gut. Ich will jetzt aber noch gar nicht aufs Gold einsteigen, sondern mir fällt einfach auf, dieses ganze Prozedere um den bargeldlosen Zahlungsverkehr, bargeldloses Geld, hat mich selbst schon getroffen. Das war irgendwo vor 4 Jahren, wollte ich ein Hotel in Frankfurt buchen. Die wollten immer meine Kreditkarte haben, ich habe keine. Mhm. Ich konnte kein Hotel buchen. Da habe ich aber gesagt, ich komme doch vorbei, ich zahle bar. Nein, geht nicht, Sie müssen die Kreditkarte hinterlegen. Aber habe ich keine. Ich gebe Ihnen 100 Euro für allfällige Sachen, die ich noch im Hotel buchen würde, nebst dem Hotelzimmer. Nein, ging nicht. Wir mussten das vierte Hotel hat uns erst aufgenommen mit Bargeld. Ja. Ich weiß nicht, was da läuft. Und möchte dich einfach wissen, wieso... Ist so viel Druck da auf dem Markt, uns von unserem Geld wegzubringen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die einfache Antworten oder mögliche Horizonte dementsprechend also öffnen kann. Man muss eins klar sehen, wenn ich heute ein Bargeld besitze und ich habe, egal ob ich Franken oder Euro habe, und ich zahle heute mit 100 Franken ein Produkt, dann gibt es ein sogenanntes Umlaufverfahren. Dieser 100-Franken-Schein wird mehrmals benutzt. Ja. Ja, er kann mehrmals genutzt werden, eingesetzt werden. Ich kaufe vom Bäcker ein Brötchen, der nimmt wieder den Schein und kauft wieder Mehl und Teigwaren ein und so weiter und so fort. Und dann geht es mehrfach im Prinzip, wir wissen nicht, wie oft der 100-Franken-Schein benutzt wird. Ja? Also das heißt, das nennt man Umlaufverfahren. Jetzt ist der nächste Punkt, wenn eine Bank Angst hat, dass Menschen kommen und Geld abholen möchten. Jetzt angenommen, der Schweizer Bürger würde morgen beziehungsweise am Montag, in die Bank gehen und jeder würde 10.000 Franken holen wollen. Ja. Ob das möglich wäre, weiß ich nicht. Oder ob dann vielleicht um 12 Uhr die Banken zumachen. Was zum Beispiel ja 2007, 2008 passiert ist. Weil wir nicht so viel Bargeld als Reserve auf der Bank haben. Weil das Geld gar nicht existiert. Das Geld existiert ja gar nicht dort. So, das heißt, das nennt man Bankenrun. Die Menschen haben, also die gewisse Institutionen haben Angst vor einem Bankenrun. Was passiert, wenn plötzlich viele Menschen zur Bank rennen und das Geld abholen möchten, wie zum Beispiel in Zypern passiert ist. Wo aber die Banken, kann man das nicht drucken? Bitte? Kann man das Geld, was ich haben will, wenn es nicht gerade gedruckt ist, muss ich halt 2 Tage warten, dann wird das gedruckt und dann kriege ich es. Wird er gedruckt, aber die Thematik ist nur die, wie gelange ich an das Geld, an das gedruckte Geld? Das muss ja dann irgendwo bezahlt werden. Also es ist ja auch dann dementsprechend auch wieder ein Darlehen, was die Banken dann haben oder beziehungsweise aufnehmen müssen. Aber oder, das Geld ist ja da. Ich meine, ich habe ja meine 10.000 Franken auf dem Konto. Wenn ich sie abholen will, muss ich sie doch kriegen. Ja, eigentlich schon, ja. Aber man merkt das selbst, wenn man heute ein Bargeldvermögen abheben möchte. Also Beispiel, versuchen Sie mal 50.000 Franken abzuheben. Das muss man bestellen. Das muss man dann bestellen. Das heißt, es kann 3 Tage, 6 Tage dauern. Oder wenn Sie in einem Produkt verankert sind mit Geldvermögen und Sie wollen aus diesem Brief Papier raus, dann kann es sein, dass Sie bis zu 3 Monate vielleicht warten müssen oder 1 Monat. Ja, Wartezeit haben, um an Ihr Geld zu kommen. Und um diesen Bankenrun zu vermeiden, kann man hergehen und sagen, okay, jetzt kommt auf der anderen Seite das bargeldlose Zahlungsverkehr. Dort würde es gar nicht auffallen, weil es ja kein Bargeld mehr dann gäbe. Also einen Bankenrun zu verhindern, möchte ich eins bewirken, möchte den Menschen in die Bequemlichkeitszone bringen, zu sagen, zahlt doch alles bargeldlos. Ja, es wird dann zum Beispiel in Schweden sehr propagiert, dass dort die Menschen bargeldlos zahlen, dass es hygienischer ist, dass es schöner ist, dass es sogar nicht kriminell ist. Also das heißt, man wird teilweise schon kriminalisiert, wenn man Bargeldvermögen besitzt. Mhm. Ja? Und man muss sich überlegen, in welche Richtung geht es und warum ist der Druck von hinten so groß, um das zu verhindern, also beziehungsweise voranzutreiben, dass der Mensch bargeldlos zahlt. Man muss sich ja eins mal vorstellen, wenn ich jetzt, angenommen, ich habe kein Bargeld mehr,
dann ist ja die Thematik die, dass jetzt die Bank jeden Zahlungsverkehr hat und eventuell auch an jedem Zahlungsverkehr mitverdienen kann. Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel, wie ich es vorhin gesagt habe, 100 Franken hat ein Umlaufverfahren, an diesem Umlaufverfahren verdient die Bank nichts. Mhm. Weil du 100 Franken wechselst an Besitzer. Aber wenn es ein Buchgeld wäre, könnte man überall einen Rappen abziehen, oder? Wenn es jetzt im Endeffekt kein Bargeld mehr gäbe, dann könnte jede Bank der Welt, es gibt ja keine Kartellverstöße, ne? Habe ich mir sagen lassen, gibt es ja nicht. Keine Absprachen gibt es ja nicht. Also in keiner Branche gibt es sie. Und jetzt muss man eins bedenken, wenn es plötzlich hergeht und jede Transaktion, die ich mache, weil ich gehe jetzt zum Brötchen kaufen, muss ich die Karte nehmen, weil ich habe kein Bargeld mehr. Jetzt weiß die Bank, wo ich kaufe, was ich kaufe, welche Zeitung ich kaufe, welche Interessen ich verfolge. Ja, es wird alles. Das macht mich gläsern, ne? Ich werde gläsern. Es gibt ja keine andere Zahlungsmöglichkeit mehr. Und jede Bank der Welt kann jetzt hergehen und sagen, dieser Vorgang kostet Geld. Ja. Können sie machen, weil ich habe doch keine andere Wahl mehr. Selbst wenn es 2 Franken kostet pro Transaktion, ich habe doch keine andere Wahl mehr. Sag ich noch ein raffiniertes System. Genau, das heißt, damit verhindere ich gleichzeitig einen Bankenrun, weil sie können in keine Bank mehr reinrennen. Es gibt ja kein Geld mehr. Mhm. Also, wenn das Bargeld verschwinden würde. Mhm. Und die Bequemlichkeit wird in den Vordergrund gestellt. Und da sind die Menschen sehr affin und neigen sehr schnell. Und das ist das Problem, was wir Menschen haben. Die Komfortzone, das Bequemliche, das geht schnell, das ist einfach. Und ich muss nicht suchen mein Bargeld und so weiter und so fort, sondern ich zahle mit Karte und es geht schnipp, schnipp, ist es fertig. Aber die Nachhaltigkeit, also sprich, was passiert, wenn es wirklich so ist, wenn wir kein Bargeld mehr haben, wenn der schöne Schweizer Franken verschwinden soll als Geld, dann muss man sich die Frage stellen, was passiert in dem Moment, ich kann nicht mehr zurückrudern. Ich bin komplett dem System, der Bank, dem Bankensystem ausgeliefert, komplett. Ich möchte mal die Frage auf eine andere Sichtweise darlegen. Wir haben jetzt seit 4000 Jahren Geldsystem auf dem Markt, oder? Eine durchschnittliche Währung hat, glaube ich, Bestand gehabt 50 bis 80 Jahre und ist sie verschwunden. Und wieso ist sie verschwunden? Weil man immer in eine Überschuldung reingekommen ist. Man hat beschissen, man hat die Legierung gewechselt und weiß Gott was. Und jedes Mal hat man dann irgendwann zulasten des Volkes immer bei Null angefangen, oder? Genau. Die Schulden waren wieder weg, man fängt wieder frisch an. Ja. Wenn aber dieses Geldsystem weg ist in Form von physischem Bargeld, kann dann überhaupt ein Buchgeldsystem, also ein bargeldloses Zahlungssystem, könnte das überhaupt noch kollabieren? Das ist eine gute Frage. In der Hinsicht eigentlich nicht, weil ich kann ja letztendlich Zahlen erfinden, wie ich will. Man könnte unendlich viele Nullen hintereinander setzen und es kann nichts mehr passieren. Kann nichts mehr passieren. Hätte doch auch seine Vorteile, oder? Ja, zumindest für das Bankensystem. Und für also zumindest suggeriert mir das als Bürger, dass es ja ideal ist, deswegen diese Kryptowährungen, die momentan auf dem Markt sind, ja, die Krypto kommt aus dem Griechischen, heißt versteckt. Ja. Krypto heißt versteckt? Natürlich, Krypto ist ja versteckt. Mhm. Das bedeutet also eine versteckte Währung, die keinen Werthintergrund hat. Also wir beide könnten morgen einen Coin erfinden. Wir nennen den Rorschacher Coin. Mhm. Und dann erfinden wir einen Coin und machen den Coin als Zahlungsmittel. Also es gibt jetzt mittlerweile, ich weiß es jetzt nicht genau, 3000 Coins, verschiedene. Ja? Und also heißt jetzt 5000. Ja? Ja? Und jetzt kann es sein, dass das Einzige, was an dieser Technologie wirklich gut ist, ist das sogenannte Blockchain-Verfahren. Das heißt also, das Blockchain bedeutet, dass ich nachvollziehen kann, wo welche Zahlung durch wen erfolgt ist. Mhm. Ja? Das für Geldwäschegesetzverordnung ist es natürlich ideal. Aber wie gesagt, die Gefahr liegt dort, wenn ich jetzt nur in den Bereich elektronische Zahlungsmechanismus reingehe, dass ich im Endeffekt keine Kontrolle mehr habe, wer das sieht, was passiert, wenn ich morgen unbequem werde, also unbequem gegen gewisse Institutionen, weil man die Wahrheit sagt, dann kann es plötzlich sein, dass mein Konto auf Null gestellt wird. Ja, ich kann doch ein Konto löschen. Ich muss doch nur einen Knopf drücken. Ach, Hilfe. So, das heißt also praktisch, morgen bin ich zahlungsunfähig. Heute haben Sie 1 Million an Barvermögen und 1 Million vielleicht in Sachwerten, Gold, Immobilien. Und angenommen, es sind nur noch elektronische Zahlungsmittel, dann ist es ja nur eine Nummer, die irgendwo erzeugt wird, die irgendwo auch, wenn einer einen Stecker zieht, ich sage es mal so, kann es ja sein, dass es morgen auf Null gestellt wird. Das aber heißt, ich habe jetzt vorhin etwas verstanden, wo ich jetzt nochmals nachhaken möchte. Wenn wir ein bargeldloses Geldsystem hätten, was ist dann noch der Unterschied zu einer Kryptowährung? Letztendlich keine. Also im Prinzip,
Es gibt natürlich vielleicht Zuschauer, die sich damit richtig befassen, die sagen, der hat ja keine Ahnung. Mag ja sein, dass ich keine Ahnung habe, aber man muss eins immer im Vordergrund stellen, warum wird was mit wessen Interessen inszeniert? Mhm. Wer ist im Hintergrund der Big Player, der das ganze System eventuell in eine Richtung bringen möchte? Mhm. Und wer zahlt letztendlich immer die Rechnung? Ja, wie Sie vorhin gesagt haben, bei jeder Währungsreform, wodurch wurde die verursacht? Durch wen wurde die verursacht? Durch was wurde die verursacht? Ja, ich immer durch Überschuldungen, oder? Beschissen, durch wen? Ich weiß nicht, liegt das jetzt an einem kleinen Bürger, der sein Haus überschuldet hat? Glaube ich nicht. Mhm. Das gewisse Institutionen, die spielen, das wird man, das sagt dazu, Zockermentalität, Casino-Mentalität und zahlen dort immer der Bürger. Mhm. So, und jetzt, wie gesagt, ist die Einwirkung gewisser Institutionen natürlich auf die mediale Landschaft sehr groß. Mhm. Ja, die Einwirkung auf Zeitungen, auf Universitäten, auf Ausbildung der Menschen, die dort groß werden in dem System. Ja? Und somit sind wir im Endeffekt programmiert und folgen einem gewissen Ruf. Und die wenigsten Menschen denken darüber nach und sind gedankenfrei und wissen eigentlich vielleicht, was dahinter stehen kann und dass man das mit Sicherheit nicht letztendlich für gut empfinden soll. Also ich bin da komplett dagegen, also ich persönlich. Ja, wir haben vielleicht noch den Jahrgang, wo wir halt einfach auch gewohnt sind, mit Bargeld zu zahlen. Aber natürlich, wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, wie die mit einer Selbstverständlichkeit Dinge im Internet zusammenkaufen über Kreditkarten. Das ist die Programmierung. Das ist die Programmierung, das Einfache, das Bequeme. Früher ist man in die Innenstadt gegangen, ist einkaufen gegangen. Heute wird alles bestellt. Ja? Gewisse Firmen haben da natürlich einen großen Vorteil. Ja? Diese Firmen zahlen natürlich keine Steuern in den jeweiligen Ländern, sondern machen riesige Umsätze und versteuern woanders. Ja, das ist auch diese Mentalität eines Konzerns, wie kann ich sehr steueroptimiert arbeiten, was ja auch in Ordnung ist vom eigentlichen Verständnis eines Unternehmers. Ja, zu wenig Steuern wie möglich zu zahlen, ist auch logisch. Würde jeder Bürger ja auch machen wollen, aber er kann es nicht. Ja, ist einschränkend. Und die Konzerne können das. Die Konzerne lenken letztendlich das ganze System, die Großkonzerne. Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie ein bisschen sportaffin sind, gucken Sie mal in Deutschland oder vielleicht Schweiz, Österreich, wie die ganzen Stadien mittlerweile heißen. Ja, da haben Sie Signal Iduna Park, Allianz Arena, WWK Arena und so weiter und so fort, Commerzbank Arena. Gucken Sie mal, wie die Schweizer Liga heißt, Raiffeisen Liga. Mhm. Gucken Sie mal, wie die, die Frauenligen heißen, Allianz Liga. Gehen Sie mal in Handball rein, DKB, Handballliga, egal wie. Es werden immer nur noch große Institutionen als sogenannte Sponsoren oder die geben den Namen der Ligen und die Menschen kriegen das gar nicht mit, dass die Stadien plötzlich anders heißen, dass plötzlich Banken, Versicherungskonzerne dahinter stehen und die ganze Sport letztendlich auch in einen Mechanismus reingetrieben wird, wo es nur noch ums Geld geht. Also das ist leider so. Das ist, ja, ich meine, das ist auch der Sinn dieser Sendung heute, hinter dieses bargeldlose System mal zu denken. Ja. Wie läuft es denn in Schweden in diesem Versuch? Oder wie glücklich sind da die Schweden? In dem Versuch, also wenn man die Interviews sieht oder was die Medien halt hergeben, ja, die freien Medien, Klammer auf, Klammer zu, dann sieht man glückliche Menschen, die bargeldlos zahlen. Aber ohne darüber nachzudenken, was passiert, wenn alle nur noch bargeldlos zahlen müssen? Das ist nämlich ein Unterschied. Ob ich kann, darf oder ob ich muss. Mhm. Das heißt also, wenn wir jetzt beide entscheiden können, heute gehen wir was essen, ich zahle mit Kreditkarte oder wir zahlen bar, können wir eine Entscheidung treffen, wie wir zahlen. Ja. Aber letztendlich, wenn dann nichts mehr vorhanden ist, außer einem elektronischen Zahlungsmittel, nämlich die Kreditkarte, dann kann ich ja nicht mehr wählen. Und da sollten die Menschen klar denken, dass man das nicht einfach so aufgeben sollte, ein Bargeldzahlungsmittel zu haben. Ich glaube, wir verlieren auch den totalen Umgang mit dem Geld, oder? Natürlich. Also ich weiß, habe eine Statistik gelesen aus Amerika, wie viele Kreditkarten ein durchschnittlicher amerikanischer Bürger hat. Kennst du sie? Dann würde ich schön, kannst du sie mal den Zuschauern? Ja, nein, ich war die Zahlen jetzt nicht, aber ich muss jetzt schmunzeln, weil ich weiß, worauf es hinausführt. Ja. Und mit wie viel Defizit, also Schulden, jede Kreditkarte behaftet ist. Und sie ist auch tatsächlich der durchschnittliche Amerikaner, hat 4 Kreditkarten, vom kleinen Baby bis zum Greis. Und jede Kreditkarte ist mit $10.000 geschuldet. Ja. Und jeden Monat werden die Zinsen noch darauf belastet. Ja, genau. Ziehen die durch. Ja. Und wenn ich ein böser Mensch bin, will ich, dass sie verschuldet sind.
Wenn ich ein böser Mensch bin, dann will ich, dass sie verschuldet sind. Wenn ich ein guter Mensch bin und mit Finanzen umgehen kann, möchte ich, dass sie reich werden. Ich möchte, dass sie wohlhabend werden, dass sie mit Geld umgehen Frei. Können. Frei. Das benötigt eine gewisse Geldkompetenz. Geldkompetenz ja. heißt aber nicht, dass ich jetzt Fachwirt sein muss, um das zu können, sondern Geldkompetenz bedeutet einfach zu erkennen, wie funktioniert eigentlich der Markt und was bedeutet das, wenn das Bargeld aufgegeben wird? Was bedeutet das, wenn ich nur noch elektronisch zahlen darf? Nochmal, das ist ein Unterschied ob zwischen können und müssen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Also hier wird ein Ballon geöffnet, der ungemein groß aufgeblasen werden kann. Ich habe das jetzt auch in Brasilien gesehen. Da kann man ein paar Schuhe kaufen und man bezahlt diese Schuhe in 40 Raten, 40 Monatsraten. Der Schuh lebt gar nicht so lange. Nee. Also und der zahlt dann auch durchschnittlich vielleicht nur 2-3 Ratten und dann ist er wieder fertig mit Bezahlen, oder? Gucken wir nach Deutschland. Deutschland 82 Millionen Einwohner, davon sind mindestens 7 bis 9 Millionen Menschen schon verschuldet, hochverschuldet, wo Gerichtsvollzieher hingehen und so weiter und so fort. Ja, das ist die Einwohnerzahl der Schweiz. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt muss man natürlich mal in die Schweiz reinschauen, wie viele Menschen sind dort verschuldet. Ja? Und jetzt sage ich, okay, ich habe ein Haus gekauft, da muss ich ja mit der Bank arbeiten, dann ist es Steuervorteile, bla bla bla. Mhm. Ja, die Steuervorteile werden dann immer in den Vordergrund gestellt, aber die Frage ist nur, wer verdient an dem ganzen System in dem Moment? Ja? Und warum soll ich mich verschulden? Ja? Und das ist das Problem, wo viele Medien auch mittlerweile oder Firmen, die, ja, sie können bei uns ein Darlehen machen, sie können bei uns alles, ob sie einen Fernseher kaufen, einen Toaster oder was weiß ich, kannst alles mit Darlehen. Das wird alles mit Darlehens versehen, weil es bequem einfach ist, aber die Konsequenzen, die dahinter stehen, erkennen die Menschen letztendlich dann nur dann, wenn sie plötzlich nicht mehr zahlen können oder wenn dann die Institution kommt und das Auto mitnimmt, das Haus mitnimmt, und dann steht der Mensch plötzlich mit leeren Händen da. Und 20 Jahre bezahlt und hat am Schluss nichts. Genau. Gibt es viele Menschen, die das so geht? Das Auto und das Haus ist dann dort, wo eigentlich mit Buchgeld eigentlich aus dem Nichts heraus plötzlich was Tolles erschaffen wurde. Genau. Oh, oh, oh. Also zurück zum Bargeldlosensystem. Also du bist der Meinung, das sollte man verhindern, dass das wirklich sich durchsetzt, sondern wir sollten immer schauen, dass wir auf zwei Säulen sind oder vielleicht sogar mehreren Säulen. Also ich nochmal, ja, es ist sowieso immer wichtig. Also man sollte nie auf einem Pferd setzen, das ist auch klar. Man geht ja nicht ins Casino und setzt wirklich alles nur auf Rot. Und das macht man die ganze Zeit. Nur auf Rot setzen oder auf Schwarz. Man versucht vielleicht in mehreren Positionen zu sein. Die Gewinnchance ist dann höher. Ja? Ja. Die Diversifikation, das heißt die Verteilung auf verschiedene Produkte. Ich sage nicht, dass gänzlich gewisse Produkte nur schlecht sind oder gewisse Produkte nur gut sind. Man muss sich aber auseinandersetzen zwischen Geldwert und Sachwert. Man muss überlegen, ein Geldwert, was Papierwährung ist, ist eine inflationsabhängig. Ein Sachwert ist gegen Inflation. Das heißt, der Sachwert geht immer nach oben, weil allein die Inflation dafür sorgt, dass das Sachwert ständig steigt. Also sprich Immobilien, Gold. Beispiel, Immobilien Gold. Und Gold. Ja, Grundstücke, ja, Grund und Boden ist schon mal sehr wichtig. Es ist limitiert, Grund und Boden. Selten. Limitiert, selten, genau. Und tut sich aufgrund der Inflation der Währung eigentlich im Wert laufend erhöhen. Laufend erhöhen, ja. Okay. Als Beispiel. Die Immobilie muss ja gar nicht steigen. Ich brauche aber immer mehr Geld, um die zu erwerben. Mhm. Ja, gucken Sie mal allein am Bodensee, was vor 20 Jahren die Grundstücke gekostet haben. Und gucken wir mal, was sie heute gekostet haben. Und dann haben sie eine Wertsteigerung bis zu, was weiß ich, 600%. So, und das ist ein sogenannter Sachwert. Ja. Ja, die Immobilie auch als Sachwert gesehen. Ja? Natürlich ist eine Immobilie abhängig natürlich auch wieder von der Lage. Oder Beispiel, wir kaufen uns jetzt ein schönes Haus und plötzlich geht eine Flugroute drüber. Ja, gut. Das ist eher, genau. Hatte. So, in dem Moment haben wir vielleicht eventuell einen Wertverlust. Jetzt nehmen wir mal Gold als Beispiel. Bei Gold brauche ich keine Bank zu finanzieren, weil ich kann Gold in kleinen Mengen kaufen, nämlich mit 50 Franken. Bei uns fängt es schon mit 25 Franken monatlich an, Gold zu kaufen. Ja, also ich kann Gold einkaufen, 25, 50, 100 Franken, 200 Franken im Monat. Also schön für so einen Patenkrieg, jeden Monat einen Dauerauftrag. Genau. Ich kann auch einen 10-Tusik angefangen, einen Goldspot-Vertrag machen, wo ich auch noch einen Bonus-Goldpunkt bekomme oder 4,2% als Beispiel auf meiner Einlage, die ich habe. Also wir haben so viele Möglichkeiten, den Menschen darzustellen und ich bin mit Gold ein bisschen unabhängig und habe eine Sicherung. Aber Sicherheit. Wenn dieses bargeldlose System da wäre, dann haben wir doch auch irgendwie plötzlich wieder das Problem, ich kann doch nicht physisches Gold kaufen mit Buchgeld, oder? Ja, angeblich soll es dann so sein, dass man auch in gewissen Kryptowährungen mit Gold, von Gold in Krypto und Krypto wieder in Gold gehen kann. Physisch Gold, also Gold, das wirklich auch da ist, oder haben wir dann auch ein papiergeldloses Gold? Das ist jetzt die Frage. Das ist, wie gesagt, also ich bin nicht dafür. Also ich bin
jetzt nicht alt. Ja? Mit 50 ist man noch heutzutage nicht alt, aber man muss halt hergehen und sagen, was war das Gute, was hat sich bewährt? Und der Mensch ist ja gerne auch in der Schweiz auf dem Bewährten aus, auf die Sicherheit. Wenn Sie einen Schweizer fragen, mittlerweile auch den Griechen fragen, das Erste, was er will, ist Sicherheit. Sicherheit steht im Vordergrund. Und jetzt, ja, jetzt muss man natürlich spiegeln, was ist denn Sicherheit? Was ist denn Sicherheit auf Deutsch gesagt? So, wo habe ich denn die absolute Sicherheit? Und ich kann Ihnen eins sagen, die absolute Sicherheit ist das, was ich besitze. Angenommen, ich habe hier ein Kilo Gold dabei und ich würde es jetzt übertragen, dann haben Sie ein Kilo Gold und Sie sind der Besitzer, der Eigentümer des einen Kilo Golds. Und der hat meinetwegen einen Wert von 42.000 Franken und morgen vielleicht von 50.000 Franken. Aber es kann Ihnen keiner nehmen, sobald sie nicht geklaut wird, ist klar. Das ist die absolute Sicherheit. Aber das ist die absolute Sicherheit, weil der Wert ist da und den habe ich im Besitz. Ja. Und keine Institution, wo ich nicht weiß, was morgen irgendwo ist oder nicht ist. Ja? Und das ist die absolute Sicherheit. Also toller Hinweis auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte noch eine sehr ketzerische Frage stellen. Wir wissen ja alle, dass die ganzen Staaten weltweit massivst überschuldet sind. Ja. Ist denn das Switchen in ein bargeldloses System möglicherweise die Überlebenschance, dieses Schulden niemals zurückzahlen zu müssen? Im Endeffekt bequem und einfach. Im Endeffekt bequem und einfach. Wie gesagt, wir als kleine Bürger können da nicht durchschauen, was der wahre Hintergrund gewisse Handlungen sind, was der wahre Hintergrund ist. Aber letztendlich ist es richtig, der Staat kann sich bequem dadurch eventuell entschulden oder wenn alles nur noch auf elektronischen Zahlungsverkehr geht, im Endeffekt von heute auf morgen auf Null stellen zu können, eventuell. Ich weiß ja nicht, wer den Drücker dann drückt, den Knopf. Wissen wir ja nicht, wer drückt den Knopf. Und es wird alles auf Null gestellt. Man kann natürlich auch sagen, was ist, wenn Gold morgen nichts mehr wert ist? Kann man ja auch als These darstellen. Aber es ist ja selten. Wieso soll es denn nichts mehr wert sein? Einfach, wenn Gold angenommen morgen nach unten kracht, bis ins Bodenlose, dann brauchen Sie gar nicht mehr einzukaufen zu gehen, weil dann hat Aldi zu, Lidl zu, alles hat zu. Okay. Ja, dann braucht man auch über Vermögenswerte keine Gedanken mehr zu machen. Das muss man einfach mal weiterdenken. Also es ist durchaus denkbar, dass man das nicht vorhandene Buchgold ins Bodenlose stürzen lassen könnte, aber niemals das echte Gold, was so rar und selten ist. Wie kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer zu echtem Gold? Ganz einfach, indem man wirklich nach echtem Gold fragt, wo kann ich das kaufen? Es gibt einige Institutionen auch in der Schweiz, gute Institutionen, wo man Gold kaufen kann. Und natürlich bei uns auch, ist auch klar. Aber ich mache keinen Mitbewerber schlecht, um mich im Vordergrund zu stellen, sondern wichtig ist, haben. Dass der Kunde, der Mensch, weiß, dass er, wenn er Gold hat, hat er den Wert. Und das ist letztendlich das Wichtigste. Ja. Bei eurem System finde ich eben noch ganz, ganz toll, das möchte ich dich bitten, auch noch ganz kurz zu erwähnen. Ja. Ich habe nicht das Risiko der Selbstaufbewahrung, wenn ich wirklich physisches Gold haben will, nicht unter die Matratze oder unter das Bett oder unter die Eiche vergraben, sondern ich habe hier eine unabhängige dritte Institution. Richtig. Dass gern noch ein bisschen was darüber sagen kannst, nämlich die Lumis. Ja, also wir haben letztendlich Partner weltweit, wo ich mein Gold lagern kann, in einem sogenannten Zollfreilager oder Security House, sagt man auch dazu, die weltweit positioniert sind. Mhm. Und ich habe natürlich dadurch einen Vorteil, dass das Gold auch sogenannt insolvenzgeschützt ist, auf Schweizerdeutsch Aussonderungsrecht. Das heißt also auch, vor Pfändung gesichert ist, vor allem möglichen Fällen, die eintreten können. Das heißt, keiner kann da hingehen und einfach Gold holen. Das Gold ist auf die Person bezogen und im Sonderrecht, Aussonderungsrecht dort vorhanden für den Kunden gelagert. Und bei uns zahlt der Kunde dafür 60 Franken im Jahr. Weil wir natürlich dadurch, dass wir international auch tätig sind, viele Kunden haben, die allein in Deutschland Goldabo haben, das heißt monatlich in Gold sparen und dadurch ergibt sich eine gewisse Kundenzahl und diese Kundenzahl ermöglicht natürlich uns international einen guten Preis zu bekommen für jeden einzelnen Kunden. Das heißt, umso mehr Kunden wir haben, umso weniger wird der Preis. Das ist wie eine große Einkaufsgemeinschaft, die dadurch entsteht. Großartig. Und dann hast du mir einfach noch gesagt, ich habe dann wirklich eine App, ich sehe jeden Tag, wie viel Gramm Gold ich auf dem Konto habe. Genau. Kann einen Dauerauftrag machen, jeden Monat 50 Franken drauflegen. Und wichtig ist, in der App bestätigt die Institution, dass das Gold tatsächlich dort ist, nicht wir. Nicht ich als Gesellschaft, ich könnte ja viel schreiben. Klar. Sondern die Institution bestätigt den Goldbestand des Kunden dort physisch vorhanden. Und das ist wichtig. Ja, und wir haben Konzepte, wo der Kunde monatlich kaufen kann. Da gibt es eine Einrichtungsgebühr, die zahlt er einmalig oder in drei Raten und die kriegt er aber wieder zurück
wenn er einen Beispiel 150. Monatsbeitrag entrichtet hat, also Beispiel Laufzeit 12 Jahre, dann habe ich das in Goldvermögen wieder zurück. Das heißt, der ganze Vertrag hat mir eigentlich gar nichts gekostet. Wow. Ja, das ist ein Konzept, was richtig gut funktioniert und auch sehr gut angenommen wird. Ich glaube, das werden sicherlich anfällige Interessenten sich bei dir noch melden und noch detaillierter nachfragen. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe auch, dass diese Sendung Ihnen Spaß gemacht hat, eine andere Sichtweise vermittelt hat, ganz bestimmt in Bezug auf Sicherheitsverhalten. Wir alle neigen nach Sicherheiten und vielleicht müssen wir alle ein bisschen kritischer auf das bestehende System hinschauen und vielleicht das eine oder andere verändern, um einfach sicher zu sein, dass wir im Alter nicht vor dem Nichts dastehen, sondern wirklich noch Sicherheiten haben, um unseren Lebensabend genießen zu dürfen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute, danke, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.